Lassen Sie sich von der Toga nicht täuschen. Wir sind im alten Ägypten. Das ist Josef, ein hebräischer Sklave. Ein talentierter junger Mann. Rasch hat er es hier zum Hausverwalter gebracht. Das ist die Frau seines Besitzers Potiphar. Ihren Namen kennen wir nicht. Ihr Alter unbekannt. Eher jung, schön, eine Augenweide. Sie aufmerksam, sehr aufmerksam, verliebt vielleicht, bis sie es eines Tages nicht mehr länger aushält. Schlaf mit mir, unmöglich, wie könnte ich dieses große Übel tun? Meinen Sie, jetzt ist Ruhe? Nein, das geht Tage, vielleicht wochenlang so. In einem Fort bedrängt sie ihn. Bis zu diesem verhängnisvollen Tag, als niemand sonst zu Hause ist. Schlaf mit mir! Was jetzt? Ganz klar, ein Hilferuf. Ihre Bediensteten kommen. Seht, was der Hebräer mit mir tun wollte. Und als ihr Mann Potiphar nach Hause kommt, genau dasselbe Spiel. Um ein Haar hätte er mich vergewaltigt. Das kann Potiphar nicht so auf sich sitzen lassen. Ab ins Gefängnis mit Josef. Und was soll er schon dagegen tun? Als Sklave interessiert niemanden seine Version der Geschichte. Und mit dem Grabsparagraphen kann er auch nicht argumentieren. Und sie? Sie ist fein raus. Danke. Eindeutig eine biblische Geschichte. Altes Testament, erstes Buch, Genesis, Kapitel 39. Das Thema meiner Dissertation. Allerdings sieht es dann etwas anders aus. Nämlich so. Kommt Ihnen das Spanisch vor? Stimmt nicht ganz. Das ist Althebräisch. Von rechts nach links zu lesen. Hier steht zum Beispiel Josef. Welchen Titel würden Sie dieser Erzählung geben? In der Forschung heißt sie meistens Verführung Josefs. Naja, war nicht wirklich erotisch gerade, oder? Sie befiehlt ihm schließlich nur und er kann als Sklave auch nicht richtig viel dagegen tun. Jemand, der das Verführung nennt, hat wohl weniger den Text im Kopf als das hier. Die Rezeption der Geschichte. Aus der Bibel erfahren wir nämlich nicht, ob sie jung und schön ist und halbnackt auf dem Bett auf ihn wartet. Da ist nur von dem Befehl die Rede. Und außerdem stellen Sie sich das mal umgekehrt vor. Wenn ein Mann eine junge Frau derartig bedrängen würde, dann würde ja heute wohl keiner mehr Verführung dazu sagen. Das wäre eindeutig sexuelle Nötigung. Aber ein Mann kann der Opfer sexueller Gewalt werden? Männer widerstehen doch nur heldenhaft Versuchungen, oder? Die Geschichte spielt im pharaonischen Ägypten. Entstanden sein dürfte sie aber ein bisschen später. Wann genau, wissen wir nicht. Allerdings hört sie sich ja schon fast griechisch an, oder? Wir haben eine laszive Frau, wir haben einen eifersüchtigen Ehemann und einen wehrlosen Lustknaben. Allerdings schreibt zu der Zeit schon niemand mehr an dem Teil der Bibel, das wissen wir sicher. Dann vielleicht ein bisschen früher, Perserzeit zum Beispiel. Ihr Mann, der heißt ja Potiphar, das ist eindeutig ein ägyptischer Name. Und er wollte ja ein großes Übel nicht tun. Und in ägyptischen Eheverträgen heißt so der Ehebruch. Und sie hat offensichtlich Bedienstete und einen eigenen Bereich im Haus. Wie eine ägyptische Elitefrau. Dann zählen wir mal eins und eins zusammen, ab ins Ägypten der Perserzeit. Sie haben keine Ahnung, wie viel komplizierter das eigentlich war. Aber da wären wir schon. Das ist die Satrapie Ägypten im 5. Jahrhundert vor Christus, die Militärkolonie Elephantine oder Jeb, um im Reichsaramäischen zu bleiben. 3000 Juden und Jüdinnen fernab des Jerusalemer Tempels im tiefsten Süden Ägyptens. Warum das Ganze? Naja, wenn ich einen Text datieren will, dann vergleiche ich ihn am besten mit einem Text, dessen Entstehungszeit ich kenne. Und dann muss ich mir einen Reim darauf machen. Haben die voneinander abgeschrieben oder ist das allgemeines Gedankengut? 1904 und 5 hat man in Elephantine sehr viele Papyri gefunden. Einer ist für mich von besonderem Interesse.
Also aramäisch, das schaut ungefähr so aus oder wie das davor. Der Papyrus ist aramäisch und handelt vom weisen Achikar. Dem werden ganz viele Sprüche zugeschrieben, die seine Weisheit ausdrücken. Und einer wäre, wenn der Frevler dich am Saum des Gewandes packt, lass es in seiner Hand zurück. Das kommt uns schon sehr bekannt vor. Das deckt sich fast wortwörtlich mit meiner Erzählung. Hat da jemand diese Weisheit gekannt und versucht, sie in eine Geschichte zu verarbeiten, um Josef als einen Weisen darzustellen, der weise handelt? Aber natürlich ist ein Text viel zu wenig Vergleichsmaterial, um ihn historisch zu verorten. Und außerdem gibt es da noch so viele andere interessante Fragen. Zum Beispiel, welches Frauenbild steckt in diesem Text, wenn er sie als Namen und schamloses Grauen darstellt? Und ist Josef wirklich ach so keusch, wie es in einer Operette heißt? Oder nicht doch vielleicht ein erschreckend aktuelles Opfer von Gewalt und Macht? Das alles passt leider nicht in 6 Minuten. Aber hoffentlich in 300 Seiten, die es in 2 Jahren zu lesen geben sollte.